Herzlich willkommen zu einer neuen monatlichen Videoserie. Inzwischen ist der Markt für geschichtliche Spiele immer größer geworden und es erscheinen hunderte History Games jedes Jahr. Einen Überblick zu geben ist eine fast unmögliche Aufgabe. Aber auf Basis einzelner Monate möchte ich euch jeweils eine kurze Vorschau geben, welche Spiele im Bereich der History Games bald erscheinen und worum es in ihnen geht. Es wird also kein ausführliches Preview, sondern ein Überblick über Schlüsselfeatures und meinen Anmerkungen zum historischen Kontext geben. Dies mag euch vielleicht interessieren, da ihr, und ich natürlich auch, hoffentlich kein History Game mehr verpasst. Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude. Los geht's also am 23. Januar 2019. Der erste Titel stammt von einem Entwickler von Civilization 5, John Schaeffer. Dieser entwickelt bereits seit 7 Jahren das Spiel At the Gates, also vor den Toren. Dieses wurde ursprünglich über Kickstarter finanziert und soll jetzt endlich erscheinen. Geschichtlich passt dieser Titel, denn es geht in diesem Spiel um die Spätphase der römischen Antike, in der einfallende Horden und Stämme den Römern immer größere Probleme bereiteten und den Untergang des großen Weltreiches einläuteten und dabei sprichwörtlich vor den Toren Roms standen. Genau diese Aufgabe übernimmt nun der Spieler. Als Anführer eines aufstrebenden Königreichs liegt es an euch, in der Tradition eines 4X-Spiels die Kernbegriffe Explore, Exploit, Expand und Exterminate anzuwenden, um das bröckelnde römische Großreich in die Knie zu zwingen und in die europäische Geschichte einzugehen. Fans der Civilization-Spiele könnten hier also möglicherweise auf ihre Kosten kommen. Ein großer Unterschied zur großen 4X-Serie ist der geschichtliche Horizont. Während ihr in Civilization die gesamte Menschheitsgeschichte durchlauft, hat At the Gates einen Fokus auf einen begrenzteren Zeitraum. Es wird spannend sein zu sehen, ob dies dem 4X-Genre etwas Neues abgewinnen kann oder ob es eher altbekannte Kost gibt. Ein zentrales Feature soll die Interaktion mit verschiedenen Clans innerhalb des eigenen Königreichs sein, deren Ambitionen und Eigenschaften soll man geschickt einsetzen, um seine Ziele zu erreichen. Die Clans innerhalb des eigenen Stamms kann man sich wahrscheinlich als ein Zwischending zwischen den Städtepops und den verschiedenen Einheiten auf der Karte eines Civilization vorstellen. Die Clans lassen sich dementsprechend auf spezifische Rollen trainieren. Außerdem sollen sich verschiedene Jahreszeiten nicht nur auf das Äußere der Karte, sondern auch auf das Gameplay auswirken und eine Art Survival-Aspekt in das Spiel bringen. Nachbarreiche sollen zudem eine große Herausforderung darstellen und eine Art Roguelike-Aspekt ins Spiel Einzug halten. Grafisch ist das Spiel eher zweckmäßig gehalten, besitzt aber auch einen eigenen Reiz aufgrund des Wassermalereistils. Ein weiteres Schlüsselfeature, das die Entwickler angekündigt haben, ist das sogenannte Tooltip in Tooltip. Damit soll der Spieler intuitiver an die Spielmechaniken herangeführt werden. Alles in allem hängt viel vom Ineinandergreifen der Mechaniken ab. Zentral wird dabei das Verwalten der Clans sein, um die 4X-Eroberungsstrategie umzusetzen und das Römische Reich abzulösen. Warten wir mal ab, ob das langfristig funktioniert und motivierend sein kann. Der Kostenpunkt für das Spiel ist übrigens noch nicht bekannt. Ich werde mir den Release, der immerhin 7 Jahre gebraucht hat, zunächst aus der Ferne anschauen und später entscheiden, ob ich das Spiel auf dem Kanal präsentiere. Am 29. Januar erscheint ein relativ unscheinbares Spiel, das aber vermutlich seine Anhängerschaft finden wird. Tank Mechanics Simulator von D-Generals ermöglicht das Bergen und Instandsetzen von Panzermodellen aus dem Zweiten Weltkrieg. In diesem Erstlingswerk der Entwickler, welche offensichtlich die bereits vorhandene Car Mechanics Simulator Engine verwenden, soll man einen Museumsbesitzer spielen, der die alten rostigen Mühlen wieder fit machen soll, damit diese ausgestellt werden können. Dabei wird man vermutlich jede Menge technisches Grundlagenwissen zur Funktionsweise einzelner Komponenten erlangen und anwenden. Wer also entsprechendes Interesse an diesen technischen Aspekten des Zweiten Weltkriegs mitbringt, könnte hier mal einen Blick riskieren. Ich werde dazu wahrscheinlich einen Angehauen machen, da mich die Geschichte der Panzer seit längerem auch privat interessiert. Kostenpunkt dürfte wahrscheinlich, ähnlich wie beim Car Mechanic Simulator, bei 19,99 Euro liegen. Damit wären wir am Ende des Videos angelangt. Ich hoffe, ihr fandet diese Monatsvorschau hilfreich und informativ.
Danke für euer Zuschauen. Ein Like und ein Abo für diesen Kanal würde mich sehr freuen. Wer sich vorstellen kann, mich und diesen Kanal direkt zu unterstützen, kann dies auf patreon.com/tastenhauer oder auf steadyhq.com/de/tastenhauer tun. Bis bald und macht's gut, euer Tastenhauer.